Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Valantation an. Dieser hat über Amazon Fire TV 2 geschrieben, welches er mit 4,3 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Im September diesen Jahres wurde der neue Amazon Fire TV, die zweite Generation, vorgestellt. Wenn man den Receiver an den Fernseher anschließt, wird er zur Mediathek, wo man tausende Serien, Filme und Dokumentationen streamen kann, in einer Qualität von bis zu 4K, solange der Fernseher 4K-kompatibel ist, ansonsten auch 1080p bzw. HD-Qualität. Die Neuheit bei der zweiten Generation ist Alexa. Mit der Integration von Alexa lässt sich der Fernseher per Sprachsteuerung bedienen, wie man das auch von Amazon Echo kennt. Das kleine Gerät von etwas mehr als 200 Gramm verfügt über eine WLAN-Schnittstelle und wird per HDMI-Anschluss an den Fernseher angeschlossen. So wird aus jedem normalen Fernseher ein Smart TV, also ein internetfähiges Multimedia-Gerät. Der Prozessor, der im Gegensatz zur ersten Generation über 75% mehr Leistung bringt, per Netzteil mit Strom versorgt. Die Grafik-Engine erlaubt eine Streaming-Qualität von 4K. Das WLAN wurde verbessert und es gibt einen 2 GB internen Arbeitsspeicher, sodass man seine liebsten Fotos, Videos oder Serien abspeichern kann. Die Sprachsteuerung Alexa erlaubt es dem Anwender, per Sprache zu navigieren. So startet oder hält ein Film auf Kommando, spult zu einer gewünschten Zeit vor und noch vieles mehr. Der verbaute Quad-Core-Prozessor bringt sogar genügend Leistung auf, um Spiele zu spielen. Für das optimale Spielerlebnis kann man noch separat Controller kaufen. So könnte man aus seinem Fernseher eine Spielekonsole machen. Die Bildauflösung von 2160p ist viermal schärfer als HD. Um Serien und Filme in dieser Qualität schauen zu können, sollte man vorab seinen Fernseher auf die Kompatibilität checken. Der TV braucht außerdem einen HDMI-Eingang, welcher die HDCP 2.2 Kopierschutzbedienung erfüllt. HDCP ist wie eine Zugangskontrolle, die von Streamingdiensten wie Netflix und auch Amazon Prime gefordert werden, damit sie ihre geschützten Inhalte abspielen. Neben diesen Voraussetzungen sollte man auch mindestens über eine Internetverbindung verfügen von 15 Mbit die Sekunde. Hochgeschwindigkeitsinternet. Einige Apps brauchen eventuell sogar noch mehr. Netflix und YouTube mindestens 20 Mbits, um 4K-Inhalte spielen zu können. Wenn die Bedingungen erfüllt werden, wird dies automatisch vom Gerät erkannt und im Hauptmenü erscheinen sämtliche 4K Ultra HD Kategorien. Wessen Fernseher nicht auf diesem Stand ist, der kann immer noch eine HD-Qualität von 1080p erreichen. Im Fire TV ist ein Mikrofon integriert, welches die Sprache sofort erkennt. Die Aufzeichnung beginnt, sobald man diese über die Sprachfernbedienung startet. Man kann per Stimme nach Schauspielern, Filmen oder Musik suchen. Die Sprachsuche funktioniert auf jeden Fall bei sämtlichen Angeboten von Amazon. Einige Apps unterstützen die Funktion bisher noch nicht. Verwendet man den Fire TV als Prime-Mitglied von Amazon, so hat man gleichzeitig auch von dort aus Zugriff auf Prime Video, Prime Fotos und Prime Music. Das heißt, man kann alle Serien, die man vom Prime Video kennt, direkt auf seinen Fernseher streamen. Darunter auch die Amazon Originals, also Serien und Filme, die es nur bei Amazon gibt, wie Transparent, Homeland, Man in the High und viele weitere. Das gleiche gilt für Prime Music, wo man die Lieder seiner beliebtesten Artisten anhören kann aus einer Bibliothek von über 2 Millionen Songs. Mit Prime Photos kann man seine liebsten Schätze, die fotografisch festgehalten wurden, in der Amazon Cloud Drive speichern, egal ob vom Smartphone, Tablet oder Computer aus. Wenn der Fire TV angeschlossen ist, kann man sich genau diese Bilder oder Videos anschauen und gemeinsam mit der Familie oder Freunden in Erinnerung schwelgen. Bei vermehrter Benutzung des Fire TV lernt er mit. ASAP, Advanced Streaming und Prediction, lernt im Laufe der Zeit die Lieblingsserien des Nutzers und bereitet diese vor. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass der Vorspann übersprungen wird und man nicht warten muss durch irgendwelche Ladezeiten. X-Ray analysiert die Filme, so ist es möglich, in einer bestimmten Szene den Schauspieler oder die verwendete Musik zu erkennen. Der Startbildschirm ist ebenfalls dem Nutzer angepasst. Dort sind die Lieblingsserien vertreten und es werden Empfehlungen für neue Serien und Filme gemacht, basierend auf dem, was man ohnehin schon gerne schaut. Die Bibliothek zeigt alle Inhalte, die man schon in der Vergangenheit bei Amazon gekauft hat. Selbstverständlich sind die beliebtesten Streamingdienste wie Netflix und Maxdome vertreten, neben Amazon Prime Video. Darüber hinaus gibt es noch eine YouTube-App, Twitch, Bild, ZDF und ARD, eine Game of Thrones-App und noch viele weitere. Es gibt auch einige Spiele zu entdecken, wie Sonic, sowie Spiele mit den Disney-Figuren wie Mickey Mouse und Co. Wie bereits erwähnt, wurde die WLAN-Leistung sowie Prozessorleistung erhöht, von Dual-Core auf Quad-Core.
Der interne Arbeitsspeicher wurde von 1 GB auf 2 GB angehoben. In der zweiten Generation kann man einen MicroSD-Slot separat bekommen. Auch der Anschluss über Ethernet ist möglich, was beim Stick ausgeschlossen ist. Die größten Neuerungen sind dennoch die Sprachsteuerung durch Alexa sowie die Streaming-Qualität von bis zu 4K. Den Amazon Fire TV der zweiten Generation bekommt man zu einem Preis von 89,99 €. Im Lieferumfang bekommt man das kompakte Gerät, die Sprachfernbedienung, das Netzteil sowie Batterien für die Fernbedienung. So einen Receiver zu kaufen lohnt sich nur dann, wenn man noch keinen Smart TV zu Hause hat. Wenn man bereits einen solchen besitzt, sehe ich keinen Grund für die Anschaffung, da auch so Apps wie YouTube oder Netflix unterstützt werden. Vielleicht macht es nur dann Sinn, wenn man besonders viel Wert legt auf schnelles und ruckelfreies Streaming oder wenn man generell einfach einen Hang zur Technik hat. Da ich allerdings nicht im Besitz eines solchen internetfähigen Geräts bin und ich in naher Zukunft auch nicht vorhabe, mein Gerät auszuwechseln, kommt der Fire TV sehr gelegen. Die Einrichtung. Easy. Gerät. Anschließen und los geht es. Streaming. Sehr hohe Qualität und vor allem schnell. Wenn ich früher am PC meine Netflix-Serien geschaut habe, kam es ab und zu kurzen Wartezeiten. Auf die warte ich beim Fire TV vergebens. Zum Glück. Mein Fazit. Ein solides Gerät, was genau das macht, was es tut. Die Sprachsteuerung ist für mich persönlich völlig irrelevant und ich habe sie über einmal getestet, um sagen zu können, dass es problemlos funktioniert. An sich bin ich aber nicht der größte Fan davon, dass ein Mikrofon bei mir im Wohnzimmer ist. Ansonsten war es für mich die optimale Anschaffung und ich kann nur alles bequem über meinen Fernseher schauen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.